In diesem Video möchte ich euch von einer faszinierenden Nahtoderfahrung erzählen. Sie wurde von Anelia berichtet, als diese zum Zeitpunkt des Geschehens noch ein Kind war. Diese Erfahrung hat ihr Leben für immer verändert und lässt sie bis heute nicht los. Und sie erinnert sich an jedes Detail so lebhaft, als wäre es erst gestern geschehen. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass Anelia in einem Alter war, in dem viele Menschen sich noch nicht einmal an ihre ersten Erfahrungen erinnern können. Doch sie erinnert sich an diese Nahtoderfahrung so lebhaft, dass sie sie als ihre älteste Erinnerung betrachtet. Ich erkläre im Anschluss auch, wie das überhaupt möglich sein konnte. Die Erfahrung hat sie in eine andere Dimension geführt. Eine Dimension, in der sie sich sicher und geborgen fühlte und gleichzeitig eine klare Vorstellung davon hatte, wer sie auf einer fundamentalen Ebene war. Und in diesem Video werdet ihr von ihrem Erlebnis hören und erfahren, wie sie das Licht gesehen hat, das so beruhigend und einladend war. Ihr werdet hören, wie sie eine Vorschau auf das Leben gesehen hat, das sie zu leben bestimmt war, und wie sie sich entschieden hat, zurückzukehren, um ihre Mission auf der Erde fortzusetzen. Und meine Nachbesprechung dieses Berichts wird euch im zweiten Teil dieses Videos ebenso faszinieren, denn die tieferen Bedeutungen und Möglichkeiten des Lebens werden offenbar. Und wir werden auch die psychologischen Aspekte einer Nahtoderfahrung untersuchen und erklären, wie es möglich ist, dass ein so junges Kind eine solche Erfahrung machen kann. Also seid gespannt und lasst uns auch heute wieder gemeinsam eintauchen in diese faszinierende Welt der Nahtoderfahrungen. Mein ganzes Leben lang habe ich diese besondere, höchst einzigartige Erfahrung als meine allererste Erinnerung betrachtet. Heute bin ich 34 Jahre alt und was ich euch hier erzähle, ist meine älteste Erinnerung und doch ist sie, nach dieser langen, langen Zeit, so außergewöhnlich lebendig, als wäre es erst gestern gewesen. Es passierte, als ich nur gerade mal ein Jahr alt war. Ich erinnere mich nicht an die Ereignisse, die zu dem Sturz selbst geführt haben. Aber ich erinnere mich immer noch äußerst lebhaft an die Nahtoderfahrung selbst. Ich erinnere mich an dieses Erlebnis viel genauer als an andere Lebensereignisse, die um die Zeit des Erlebens herum stattfanden. Ich habe im Grunde keine anderen aktiven Erinnerungen aus diesem Alter. Die nächsten Lebenserinnerungen, die ich habe, sind aus späterer Zeit. Meine Familie erzählte mir von Ereignissen, die mir in diesem Alter widerfahren sind, aber ich erinnere mich an nichts davon. Sie erzählen mir, wie ich von einem bestimmten Essen, das ich gegessen habe, krank wurde, und doch erinnere ich mich an nichts von all dem. Ich bin mir sicher, dass der einzige Grund, warum ich mich aber an meine Nahtoderfahrung erinnere, der ist, dass es eine Erfahrung des Überbewusstseins war. Als ich ein Jahr alt war, fiel ich von einem Klettergerüst aus Metall. Und ich war nicht mal wirklich unbewusst, sondern ich würde es eher als überbewusst beschreiben. Es fühlte sich so an, als ob ich es durch ein reiferes Bewusstsein, durch ein reifes Geistbewusstsein wahrgenommen habe und nicht durch das Gehirn eines Kleinkinds. Ich weiß nicht mehr, wie ich gefallen bin, aber ich erinnere mich, dass ich absolut keinen Schmerz gefühlt hatte und auch den Aufprall auf dem Boden habe ich nicht gespürt. Es ist schwer zu erklären, aber es fühlte sich so an, als ob ich nach oben schweben würde. Aber irgendwie wusste ich gleichzeitig, dass mein Körper auf dem Boden war. Oben über mir sah ich dieses wunderschöne, warme, sanfte und doch helle weiße Licht. Das Licht hatte Tiefe. Es hatte Tiefe, da es in der Mitte am hellsten war, aber es gab auch ein Spektrum von sehr schönen und sanften Farben. Es war ein wenig ähnlich wie die Sonne. Aber unsere Augen sehen die Sonne als einen weißen, flachen Kreis, der schmerzhaft anzuschauen ist. Dieses Licht sah nicht flach aus, noch tat es meinen Augen weh, es anzuschauen. In diesem Moment fühlte es sich für mich so an, als ob die Zeit stehen geblieben wäre oder einfach nicht mehr existierte. Ich fühlte, dass das Licht mich beschützte und nichts konnte mich jemals erreichen oder mir in seiner Gegenwart schaden. Ich fühlte mich über alle Maßen ruhig und geliebt.
Und das war nicht wie die Liebe zwischen Menschen, die verschiedene Emotionen beinhaltet. Diese Liebe war bedingungslos und sie war heiter. Ich schwebte dem Licht entgegen, gleichzeitig hatte ich das Wissen, dass ich tot war. Ich hatte keine Worte für das Konzept des Todes. Ich hatte einfach nur diese starke Wahrnehmung, dass mein Leben jetzt beendet war und dass ich dorthin zurückkehrte, woher ich stammte und woher ich gekommen war. Ich sah mein Leben auf der Erde als einen Sekundenbruchteil und nur als einen winzigen Bruchteil dessen, was ich eigentlich leben sollte. Ich dachte bei mir selbst so etwas wie, das war es? Das war alles? Nein, das kann es nicht sein. In diesem Moment hatte ich ein klares Verständnis davon, wer ich war, wer ich auf einer fundamentalen Ebene war. Ich spreche nicht über irdische Attribute wie Geschlecht, Rasse oder Ethnie. Ich spreche von meinem geistigen Ich. Und das Wort geistige Ich benutze ich nur in Ermangelung eines besseren Begriffs. Ich hatte weder eine menschliche Form noch ein Alter. Ich war einfach nur. Es war reines Sein. Damit ich meine Erfahrung überhaupt erklären kann, schreibe ich alles so, als ob es in einer zeitlichen Reihenfolge passiert wäre. Doch die Wahrheit ist, dass all das gleichzeitig geschah. Es ist sehr schwer zu erklären. Ich sah eine Vorschau auf das Leben, das ich zu leben bestimmt war. Es ergab alles sehr viel Sinn, aber ich erinnere mich nicht an die Details. Ich hatte die Wahl, entweder auf das Licht zuzugehen und direkt durch das Licht hindurchzugehen, aber dann wäre ich nicht in der Lage gewesen, wieder zurückzukehren. Und so angenehm dieser Ort auch war, ich wollte mein irdisches Leben fortsetzen. Ich sollte jemand werden und war mir bewusst, dass ich das noch nicht einmal begonnen hatte. Und so kehrte ich meinem Wunsch entsprechend zurück in das irdische physische Leben. Und so begann das Licht zu schwinden und ich sah zwei Männer auf das Klettergerüst zukommen. Ich sah sie zunächst aus der Perspektive eines Beobachters, wie am Rande. Und doch, einen kurzen Moment später, sah ich die beiden wieder aus der Perspektive meines Körpers, der dort auf dem Boden lag. Der eine Mann war mein Vater und der andere war ein Freund der Familie. Seltsamerweise konnte ich erkennen, dass sie nicht allzu besorgt waren, aber sie fühlten sich ein wenig schuldig. Und obwohl ich fast noch ein Baby war, konnte ich verstehen, wie jung die beiden waren. Sie erschienen mir wie einfache Jungs, obwohl sie Ende 20 und Anfang 30 waren. Als mein Vater mich dann vom Boden aufhob, war ich bei vollem Bewusstsein. Aber alles, was danach kam, ist nicht mehr Teil meiner Erinnerungen. Denn eigenartigerweise beginnen sie hier zu verblassen. Ich erinnere mich an nichts mehr aus dieser Zeit, bis ich dann wieder etwas älter war. Die Erfahrung fühlte sich so an, als ob ich für einen kurzen Moment aus dem Kleinkindbewusstsein erwachte, aber dann wieder in das Kleinkindbewusstsein versank und somit in Ermangelung eines besseren Begriffs irgendwie wieder einschlief. Später, als ich etwa 3 Jahre alt war, begann ich dann Träume zu erleben. Die Träume waren damals wirklich einzigartige Erfahrungen für mich. Denn plötzlich erinnerte ich mich wieder an den Moment, in dem ich das Licht sah, als eine Erinnerung. Es war weder ein Traum noch eine Erinnerung aus dem Wachzustand. Stattdessen war es genauso wirklich und sogar noch wirklicher als die normale Wirklichkeit. Und natürlich wusste ich nicht, was ich mit dieser Erinnerung anfangen sollte. Aber ich hatte ganz deutlich das Bewusstsein dafür, dass ich irgendwie danach fragen würde, wenn die Zeit für mich reif war. In all den Jahren, als ich aufwuchs, habe ich nicht viel über den Tod nachgedacht. Aber ich habe den Tod immer gekannt wie einen Vertrauten, trotz der Tatsache, dass die Leute annehmen, dass Kinder sich dieser Realität nicht bewusst sind. Viele Jahre lang wusste ich nicht, was diese Erfahrung bedeutet. Ich konnte nicht verstehen, warum ich in diesem Alter ein so klares Verständnis für den Tod hatte. Das wurde für mich zunehmend verwirrender
Und mit der Zeit entwickelte ich deshalb diesen Glauben, dass ich reinkarniert worden sein muss. Wenn ich ein älteres Kind gewesen wäre, das starb und wiedergeboren wurde, hätte das chronologische Problem für mich erklärt. Ich hatte angefangen zu zweifeln, dass ich vielleicht den Teil mit den beiden Männern irgendwie durcheinander gebracht hatte und dass das vielleicht mein Vater aus einem anderen Leben war. Deshalb war ich entschlossen, dass ich das eines Tages herausfinden würde, also wer damals vom Klettergerüst gefallen ist und ob dann tatsächlich ein Kleinstkind nach einem Sturz auf dem Spielplatz gestorben ist. Doch erst letztes Jahr, wo ich nun mittlerweile 34 Jahre alt bin, hatte ich beschlossen, meine Mutter zu fragen, ob sie sich an das Ereignis vielleicht erinnern würde. Und so beschrieb ich es ihr und beschrieb ihr die Personen, von denen ich dachte, dass sie dabei waren. Und dann bestätigte sie alles, so wie ich es erinnerte, und erzählte mir, dass ich damals wirklich gefallen bin und mir den Kopf angeschlagen hatte. Hier auf der Erde wären das nur ein paar Sekunden gewesen. Dennoch fühlte ich mich, als wäre ich dort für eine unermessliche Zeitspanne bewusstlos gewesen. Was ich sah und erlebte, passte von der Dauer her absolut nicht in die kleine Zeitspanne, in der ich fiel und anschließend wieder aufgehoben wurde. Und so bekam ich von meiner Mutter die Bestätigung, dass ich selbst dort heruntergefallen bin und dass ich nicht reinkarniert war. Doch warum spreche ich nie wirklich darüber? Ich spreche nicht viel über diese Erfahrung, weil ich finde, dass die meisten Menschen das einfach nicht verstehen und dass sie Angst vor dem bekommen, was ich erfahren hatte. Die Menschen halten an ihrer begrenzten materialistischen Sichtweise fest und versuchen, meine persönlichen Erfahrungen als eine optische Täuschung wegzuerklären. Insofern verstehe ich sie natürlich auch, weil sie es sich einfach unmöglich selbst vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist. Das ist mit ihrem Weltbild völlig unvereinbar. Ich hingegen weiß, dass das keine optische Täuschung war. Ich bin jedoch gerne bereit, meine Erinnerungen mit den Menschen zu teilen, die aufgeschlossen genug sind, um einfach nur zuzuhören. Also die gesamte Erfahrung war für mich außerordentlich wohltuend. Ich verließ ganz klar meinen Körper und ich war viel bewusster und wacher als normal. Es war so, als ob die Wachmomente des Lebens wie ein Traum sind und als ob dieser Moment, der Moment, als ich meinen Körper verlassen hatte, mein Aufwachen daraus war. Als ich dem Licht begegnete und von ihm völlig umhüllt war, war das der Moment, der wacheste für mich je war. Dieses Licht hatte für mich einen eindeutig mystischen oder außerirdischen Ursprung. Das Licht hatte Tiefe. Es war weiß und warm mit dem hellsten Teil in der Mitte. Es hatte viele Farben an der Peripherie und dann fühlte sich das Licht so an, als ob es ein bewusstes Wesen wäre. Als ich in das Licht blickte, tat es überhaupt nicht weh. Und dort schien alles auf einmal zu passieren. Oder die Zeit, sie blieb stehen oder irgendwie verlor die Zeit dort ihre Bedeutung. Alles schien gleichzeitig zu passieren, in dem Sinne, dass es multidimensional und nicht linear war. Es scheint eine gewisse Chronologie zu haben, angesichts der Tatsache, dass ich die Möglichkeit einer Wahl erlebte. Aber es ist komplexer als die irdische Ordnung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles war irgendwie miteinander verwoben. Und auch waren all meine Sinne dort wesentlich intensiver oder lebendiger, als sie das hier gewöhnlicherweise sind. Die Welt, in der ich mich dort befand, war eindeutig mystischen Charakters. Diese Welt war nicht unsere Erde hier. Ich betrat einen Ort, an dem die Zeit nicht existierte, aber ich war nur am Eingang dieser Welt. Ich wusste ganz unmissverständlich, dass wenn ich den ganzen Weg durch das Licht gehen würde, ich niemals zurückkehren könnte. Das war ein Ort des Übergangs, an dem ich eine Perspektive auf mein vergangenes und mein zukünftiges irdisches Leben erhalten konnte. Hier war ich nur mein Bewusstsein. Ich war kein Körper und das störte mich nicht im Geringsten.
Ich fühlte dort Liebe, Frieden, Sicherheit, Dankbarkeit und Trost. Und ich fühlte außerdem eine tiefe Bewunderung für die Schönheit. Und dann erlebte ich eine vollständige Akzeptanz. Ich war absolut glücklich dort und ich fühlte ein Einssein mit allem, was dort war. Kein Gefühl der Trennung störte dieses Einssein in irgendeinem Moment. Ich begegnete dort einem bestimmten Wesen oder einer Stimme, könnte man sagen, die eindeutig mystischen oder überirdischen Ursprungs war. Das war das Licht selbst. Das Licht war wie die Präsenz eines geistigen Wesens oder wie die Quelle des Lebens selbst. Es kommunizierte mit mir, aber es war eine telepathische Kommunikation. Daher gab es keine hörbare Stimme und ich kannte zu der Zeit auch noch keine menschliche Sprache gut genug. Dennoch hatte ich definitiv Konzepte und Wissen, obwohl ich sie in meinem Leben von gerade mal einem Jahr vor der Erfahrung nicht gelernt hatte. Dort verstand ich alles über mich selbst. Ich hatte verstanden, was ich war und was das Leben ist und woher es gekommen war. Ich wusste, wer ich war und dass ich nicht mein Körper war. Es ist, als wäre ich immer das Bewusstsein gewesen, aber der Körper war nur eine Art Kapsel für dieses Leben, das den Zweck hatte, mich Erfahrungen sammeln zu lassen. Anstatt ein zielorientiertes Leben zu führen, schien ich erfahrungs- und prozessorientiert zu sein. Um ein Beispiel zu geben, wir fahren in den Urlaub an einen schönen Ort, um dort eine Erfahrung zu machen, aber nicht, um irgendwas Besonderes dabei zu erreichen. Das ist der beste Vergleich, den ich aus unserer irdischen Perspektive hier bringen kann. Jedenfalls, ich fühlte dort, dass ich seit Ewigkeit existierte und nicht erschaffen wurde. Aber gleichzeitig hatte ich keine Vergangenheit. Es ist, als ob ich die Eigenschaften von etwas Ewigem hatte. Und deshalb hatte ich das Gefühl, dass ich nie erschaffen wurde. Ich hatte keine Erinnerungen an vergangene Leben. Man muss hierbei bedenken, dass während dieser Erfahrung die Zeit, wie wir sie erleben, nicht mehr die gleiche Bedeutung hatte. Es war, als ob ich eine Kopie des ewigen Bewusstseins war, aber gleichzeitig war ich nicht die Quelle selbst. Ich erlebte dort bedingungslose Liebe und war mir bewusst, dass auch meine menschlichen Eltern zu bedingungsloser Liebe fähig waren. Es ist schwer für mich, das zu beschreiben, denn zu dieser Zeit hatte ich das Gegenteil von Liebe noch nicht kennengelernt. Es war für mich, als gäbe es nur Liebe. Und wirklich erst auf der Erde lernen wir die Bedeutung des Mangels an Liebe kennen. Dort erlebte ich auch Szenen aus meiner persönlichen Zukunft. Ich erinnere mich nicht mehr an die Details und das ist doch gut so, wenn man bedenkt, dass ich doch noch ein Kleinkind war und mein Leben gerade erst dabei war, gelebt zu werden. Ich erinnere mich, dass ich bis zum Ende mit guter Gesundheit gesegnet war und mein Leben nicht allzu schwierig war. Aber es war auch nicht das übliche Lebensmuster, dem die meisten Menschen folgen. Ich erinnere mich, dass ich etwas tat, das von besonderer Bedeutung war, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Schließlich kam ich dort zu einer klaren und bewussten Entscheidung, in mein Leben zurückzukehren. Ich spürte, dass ich durch das Licht gehen könnte, aber dann würde ich die Lebenserfahrung verpassen, die ich machen sollte. Und außerdem hatte ich das Gefühl, dass diese Entscheidung meine liebenden Eltern schwer verletzen würde. Und spirituell lerne und wachse ich ständig. Es ist nicht so sehr die Erfahrung von damals, sondern es ist mein Verständnis ihrer Bedeutung, das meine Perspektive auf alles für mich verändert. Ich wurde dann später im Alter von 5 Jahren getauft und ich wollte es auch. Ich bin der Überzeugung, dass die gesamte Wahrheit nicht vollständig in irgendeinem von Menschen geschriebenen Text zu finden ist. Man muss die Gesamtheit der Informationen betrachten, einschließlich anderer spiritueller Lehren, Religionen sowie der Natur, um eine bessere Vorstellung vom Gesamtbild zu bekommen. Und ich finde, dass das Christentum besser als jede andere Religion das menschliche Problem erklärt, das aus der Trennung vom Göttlichen resultiert. Manchmal werde ich gefragt, wie mich heute diese Erfahrung verändert hat.
Ich möchte ein paar Dinge erwähnen, die natürlich nur spezifisch für mich gelten. Ich habe angefangen zu zeichnen, als ich ungefähr in diesem Alter war. Ich weiß nicht, ob es vor oder nach der Erfahrung war, doch alles, was ich weiß, ist, dass ich gezeichnet habe, seit ich mich erinnern kann. Ich war immer besser in Kunst als die anderen Kinder, aber ich hatte absolute Angst vor Sport und davor, auf Leitern zu klettern und Bälle zu fangen. Ich verband meine Ängste nicht mit dem Erlebnis, sondern fühlte mich immer minderwertig gegenüber anderen Kindern, die keine Angst vor Sport hatten. Das Einzige, was ich gut konnte, war Schwimmen. Ich war sehr ruhig und spielte nicht gerne mit großen Gruppen von Kindern, da ich nicht verstehen konnte, warum sie so viel Lärm machen mussten. Ich hatte ein Problem damit, Leuten ein einfaches Hallo zu sagen. Das erschien mir als Kind dumm und peinlich. Ich habe den Sinn dieses verbalen Rituals nicht verstanden. Als Kind stellte ich meinen Eltern immer schwierige philosophische Fragen, wie zum Beispiel, was ist nichts? Oder ich fragte sie, ob sie es sich vorstellen können. Ich fragte sie, ob sie sich so fühlten wie ich. Das heißt, ich kann meinen Körper kontrollieren, aber ich fühle ihn nicht. Es ist, als ob ich ihn nicht hätte. Ich hatte diesen seltsamen Glauben, dass jeder zweimal geboren wird, zuerst bei der Geburt und dann eine Konfirmationsgeburt im Alter von 4 Jahren. Als Kind konnte ich Sachen an meiner Hand einfach so anhaften lassen, als wären sie dort wie mit einem Magnet befestigt. Und ich bin sehr intuitiv und habe eine starke Verbindung zur Natur, sodass ich, ohne etwas über Pflanzen studiert zu haben, herausfinden kann, was sie brauchen, selbst wenn die Pflanzen sehr schwierig zu züchten sind. Meine Träume sind außergewöhnlich lebendig. Und wenn ich musikalische Fähigkeiten hätte, könnte ich die Originalmusik, die ich in meinen Träumen höre, aufnehmen. Von Zeit zu Zeit habe ich seltsame Vorfälle, bei denen ich sofort weiß, dass etwas passieren wird. Zum Beispiel, als mein jüngerer Bruder in der Grundschule war und ich in der Highschool, hatte ich dieses lästige Gefühl, dass ihm etwas passiert ist und er ins Krankenzimmer geschickt wurde und meine Eltern angerufen wurden. Das beunruhigte mich den ganzen Tag. Als ich dann von der Schule zurückkam, war mein Bruder tatsächlich früher von der Schule abgeholt worden, weil ein anderes Kind einen Stein geworfen und den Kopf meines Bruders getroffen hatte. Ich habe außerkörperliche Erfahrungen gemacht, die mit Schwingungen beginnen, die nicht physischen Ursprungs sind. Sie fühlen sich an wie Energie, die von den Enden meiner Gliedmaßen fließt und in meinem Schädel gesammelt wird. Dort werden sie verstärkt und es folgt die außerkörperliche Erfahrung. Ich mag das nicht, um ehrlich zu sein, aber wenn das passiert, wird mir normalerweise etwas in einem Traum gezeigt. Die ganze Erfahrung ist für mich von großer Bedeutung. Das war die Erfahrung, die mir gezeigt hatte, wer ich war, und die Tatsache, dass ich sie in einem Alter hatte, das viel zu jung war, um irgendein Vorwissen zu haben, zeigt mir, dass ich nicht mein Gehirn bin. Das Gehirn ist der Prozessor der physischen Sinneseindrücke, die durch den Körper empfangen und an das Bewusstsein weitergeleitet werden. Das Gehirn ist wie ein Sender. Es kann empfangen, aber es ist nicht für die Wahrnehmung verantwortlich. Meine Erfahrung war nicht nur ein Produkt meines Gehirns. Da mein Gehirn im Laufe des Lebens keine dieser Informationen bereits erhalten hatte. Aus materialistischer Sicht kann ein bloßer Schlag auf den Kopf niemals all diese Informationen einspeisen. Und meine Erfahrung war absolut wirklich. Sie fühlt sich selbst heute noch wirklich für mich an. Aber da es sich nicht als eine Erinnerung aus einem vergangenen Leben herausstellte, kann die Erinnerung an den Tod nur als eine Nahtoderfahrung, aber nicht als eine Todeserfahrung erklärt werden. Wenn man bedenkt, dass es geschah, bevor ich über das Konzept des Todes etwas gelernt habe und dass ich in dem Alter dann dennoch ein Konzept vom Tod hatte, so symbolisiert das für mich deshalb eher einen Übergang als ein Ende. Und die Tatsache, dass ich nicht klinisch tot war, macht meine Erfahrung nicht ungültig. Es zeigt nur, dass sich das Bewusstsein vor oder nach dem physischen Tod vom Körper lösen kann. Und hier ist dieser außergewöhnliche Bericht zu Ende. Es wurde so viel Interessantes gesagt, auf das wir hier jetzt eingehen wollen.
Nehmt euch jetzt die Sekunde Zeit, tut mir den Gefallen und lasst ein Like da, denn das hilft mir mit dem YouTube-Algorithmus auch etwas weiter. Jedenfalls wurde etwas enorm Wichtiges gleich am Anfang gesagt. Zitat: In diesem Moment hatte ich ein klares Verständnis davon, wer ich auf einer fundamentalen Ebene war. Ich spreche nicht über irdische Attribute wie Geschlecht, Rasse oder Ethnie. Ich spreche von meinem geistigen Ich in Ermangelung eines besseren Begriffs. Ich hatte weder eine menschliche Form noch ein Alter. Ich war einfach nur. Es war reines Sein. Zitat Ende. Und die Frage steht im Raum: Können wir das, was hier gesagt wurde, einfach so annehmen? Wir müssen vielleicht vorher noch kurz das Thema Erinnerungen anreißen, denn die Frage steht genauso im Raum. Kann ein einjähriges Kind überhaupt Erinnerungen solcher Qualität besitzen? Anekdotisch kenne ich den Fall meines besten Freundes. Er ist 56 Jahre alt und er behauptet seit vielen Jahren, felsenfest, sich an seine eigene Geburt zu erinnern. Und tatsächlich hat er ein sehr gutes Gedächtnis. Und mich würde interessieren, schreibt das in die Kommentare, ob irgendjemand auch noch Menschen kennt, die sowas oder etwas Ähnliches von sich behaupten. Also Erinnerung aus allerfrühester Kindheit. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass das sehr selten vorkommt. Und die Frage, die im Raum schwebt, ist doch: Ist sowas überhaupt möglich? Und die Antwort ist ja. Personen mit Hyperthemesie, einer seltenen und außergewöhnlichen Form des autobiografischen Gedächtnisses, sie können sich an detaillierte Ereignisse aus ihrer frühen Kindheit erinnern. Jill Price, eine Frau mit Hyperthemesie, sie behauptete, sich an Ereignisse in ihrem Leben ab dem Alter von 18 Monaten erinnern zu können. Und ihr spezieller Fall wurde in der wissenschaftlichen Fachliteratur beschrieben. Dann gibt es auch das Savant-Syndrom. Manche Menschen mit Savant-Syndrom, einer seltenen, aber bemerkenswerten Intelligenz in bestimmten Bereichen, sie können auch über ein außergewöhnliches autobiografisches Gedächtnis verfügen. Stephen Wiltshire, ein britischer Künstler mit Autismus und Savant-Syndrom, er ist bekannt dafür, sich an erstaunliche Details von Orten erinnern zu können, die er in seinem Leben gesehen hat, möglicherweise sogar in früher Kindheit. Es gibt eine ganze Reihe anderer bekannter Beispiele. Und es ist weiterhin bekannt, dass das Überleben eines Unfalls zu solchen Gedächtnisleistungen führen kann. Eine Person könnte sich an ein emotionales Ereignis erinnern, wie zum Beispiel das Überleben eines schweren Unfalls im Alter von nur einem Jahr, bei dem sie und ihre Familie beteiligt waren. Die Intensität und das Trauma des Ereignisses könnten dazu beitragen, dass die Erinnerung an dieses Ereignis im Gedächtnis verankert bleibt. Der Punkt ist, die Möglichkeit besteht und es ist ebenso schon bei anderen Menschen beobachtet worden. Im Zusammenhang mit einer Nahtoderfahrung kommen zusätzlich noch andere Faktoren hinzu, die einen materialistisch eingestellten Menschen, der nicht berücksichtigt, dass sein Weltbild begrenzt sein könnte und auch sehr wahrscheinlich ist, also solch ein Mensch hat hier Schwierigkeiten. Doch wie gesagt, gibt es anekdotische und wissenschaftlich dokumentierte Fälle, wo das untersucht wurde. Und uns wurde hier von dieser Rückkehrerin mitgeteilt, dass all die menschlichen Eigenschaften wie Geschlecht, Hautfarbe oder Ethnie bedeutungslos waren. Und in unserer Welt wird darum so viel Staub aufgewirbelt, um etwas Bedeutungsloses. Es wurde uns hier aber mit zurückgebracht, dass das, was wir wirklich sind, dass das reines Sein ist. Als Jugendlicher habe ich selbst in den 70er Jahren noch viele Kriegsveteranen ohne Beine oder Arme auf der Straße beobachtet. Und später ging mir durch den Kopf, dass Menschen mit solchen Einschränkungen nie weniger sie selbst waren, nur weil sie vielleicht keine Beine mehr hatten. Vielleicht spendet jemand eine Niere oder es wird einem die Galle oder der Blinddarm entfernt und doch ist man danach nicht weniger man selbst, als man das vorher war, wo der Körper noch vollständig war. Unser Sein ist unabhängig von der Anzahl unserer Gliedmaßen. Es ist unabhängig von der Anzahl der Ohren, von der Anzahl der Augen, Finger und so weiter. Es ist nicht unser Körper, der uns im Inneren vollständig macht. Was uns ausmacht, ist etwas,
das viel, viel tiefer liegt. Und das ist sehr wichtig für uns zu verstehen, wenn wir durch unser Leben gehen. Denn die Jahre vergehen wie im Flug. Unser Gesicht ist heute voller Falten, aber unser inneres Sein, es ist immer unverändert. Das reine Sein verändert sich nicht. Wir können daraus viel lernen. Zum Beispiel, dass all das, was ständig an Problemen oder auch schönen Dingen an uns vorbeizieht. Also wir können lernen, dass wir uns davon loslösen und versuchen können, ein Glücklichsein in uns zu etablieren, das sich einfach nur an unserem Sein orientiert. Denn egal wie schön es gerade läuft, es wird einmal enden. Und egal wie düster es gerade aussieht, auch das wird sich wieder ändern und etwas Neuem Platz machen. Nur unser Sein, das ist immer und unveränderlich da. Und wer sich das wirklich tief zu Herzen nimmt und es für sich selbst mal in Ruhe durchdenkt, kann aus diesem Umstand sehr viel Ruhe und inneren Frieden ziehen. Es wurde dann weiter gesagt, Zitat: In all den Jahren, als ich aufwuchs, habe ich nicht viel über den Tod nachgedacht, aber ich habe den Tod immer gekannt wie einen Vertrauten, trotz der Tatsache, dass die Leute annehmen, dass Kinder sich dieser Realität nicht bewusst sind. Zitat Ende. Ja, was, wenn uns der Tod vertrauter ist, als wir gemeinhin glauben? Und auch das hat wieder mit Erinnerungsfähigkeiten zu tun. Wir haben in den Nahtoderfahrungsberichten oft erfahren, dass schon früher andere Leben stattgefunden haben. Und dann kann man davon ausgehen, dass es auf einer höheren Ebene auch Erinnerungen an diese Leben und diese Tode gibt. Und der Punkt, den ich hier machen will, ist, dass unser menschliches Gedächtnis, das müssen wir unbedingt berücksichtigen, nicht das ist, für das wir es gemeinhin halten. Oder anders gesagt, unsere Kapazität für den Zugriff auf die Gedächtnisinhalte unseres Lebens, diese Kapazität geht in extremen Fällen viel tiefer, als das im Alltag der Fall ist. In einigen Ländern, darunter beispielsweise auch Deutschland, sind in den letzten Jahren Substanzen zur Behandlung von Depressionen zum Einsatz gekommen, die Aktivierung von tief verborgenen und lange zurückliegenden Erinnerungen wieder zulassen, ohne dass dabei die üblicherweise damit verbundenen Emotionen wieder aktiviert werden. Und dadurch werden heute große Durchbrüche bei schwerst traumatisierten Menschen mit Depressionen möglich. Und da tut sich gerade sehr viel in der Wissenschaft. Also Substanzen, die noch vor wenigen Jahren regelrecht verteufelt wurden, werden jetzt als bahnbrechende Hilfen anerkannt und für die medizinische Behandlung zugelassen. Und interessanterweise werden im Zusammenhang mit einigen dieser Substanzen auch zutiefst mystische und spirituelle Berichte mit zurückgebracht. Wir haben also sehr wahrscheinlich eine völlig falsche Sicht darauf, was der Tod eigentlich darstellt. Meiner persönlichen Forschung nach ist der Tod der Übergang von einer Wirklichkeit in eine andere Wirklichkeit. Und ein Unterschied dabei ist, dass die als nächstes folgende Wirklichkeit niemanden mit einem zerbrechlichen Körper mehr plagt. Doch, und das ist der Punkt, den wir eben schon behandelt haben, nämlich unser Sein ist natürlich weiterhin mit uns. Und gleichzeitig ist dieses Sein jetzt in dieser kommenden Wirklichkeit auch viel größer, um nicht zu sagen unendlich. Und deshalb ist der Tod nur das Umblättern von einer Seite zur nächsten, beziehungsweise von einem Kapitel zum nächsten. Das wird auch im nächsten Zitat deutlich, als sie gesagt hatte, Zitat: Sie erzählte mir, dass ich damals wirklich gefallen bin und mir den Kopf angeschlagen hatte. Hier auf der Erde wären das nur ein paar Sekunden gewesen. Dennoch fühlte ich mich, als wäre ich dort für eine unermessliche Zeitspanne bewusstlos gewesen. Zitat Ende. Die Unendlichkeit unseres Seins hat dort eine Wahrnehmung von Zeit, für die wir hier und heute kein Verständnis besitzen. Doch wir hören das ausnahmslos von jedem Rückkehrer. Es wurde weiterhin gesagt, und das passt hier ebenfalls sehr gut rein, Zitat:
Die Menschen halten an ihrer begrenzten, materialistischen Sichtweise fest und versuchen, meine persönliche Erfahrung als eine optische Täuschung wegzuerklären. Zitat Ende. Das ist sehr interessant und hier müssen wir uns kurz daran erinnern, was Dr. Mary Neal vor kurzem gesagt hatte, also in dem Bericht, den ich auch auf DoDeFi gebracht habe. Dr. Mary Neal sagte dort, Zitat, ich finde es bemerkenswert, wie bereitwillig viele Menschen in unserer Gesellschaft an haaresträubende und unbegründete urbane Mythen und Verschwörungen glauben, aber Tausende von persönlichen und übereinstimmenden Zeugnissen von Wundern und Nahtoderfahrungen von Menschen aus allen Kulturen und Religionen ignorieren. Zitat Ende. Und das sind nur zwei Beispiele, wo deutlich wird, dass wir immer noch in einer Zeit leben, die sehr stark davon begrenzt ist, was für möglich gehalten wird. Und das färbt auf unser kulturelles Selbstverständnis dafür, was oder wer wir sind und was der Tod für uns wirklich darstellt. Es gibt Schätzungen, dass zwischen 4% und 15% der Bevölkerung heute eine Nahtoderfahrung gehabt haben. Ich halte 4% für recht beeindruckend und realistisch. 4%, das sind einer von 25. Wir waren früher in der Klasse zwischen 25 und 30 Schüler, also hat vermutlich wenigstens einer oder eine meiner alten Schulkameraden bereits eine Nahtoderfahrung gehabt. Und jetzt stell dir mal vor, dass du durch eine typische, sehr belebte Einkaufsstraße am Nachmittag läufst. Es ist eine Woche vor Weihnachten und Unmengen an Menschen laufen an dir vorbei und einer von 25 Menschen hatte schon eine Nahtoderfahrung. Aber im Laufe einer Stunde sind vermutlich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen an dir vorbeigezogen. Und darunter sind demnach viele, viele Menschen gewesen, die bereits eine Nahtoderfahrung gehabt haben. Das ist sehr wahrscheinlich. Und im Moment schweigen die meisten davon noch. Unsere Vorstellungen vom Tod sind heute überholt. Und unsere Vorstellungen davon, wie ein gutes Leben zu führen ist, sie sind überholungswürdig. Diese große Welle von glaubwürdigen Nahtoderfahrungsberichten, diese Welle, die aktuell auf unsere Kultur und Gesellschaft trifft, wie eine schwere Brandung, diese Welle wird die kommenden Jahre und Jahrzehnte sehr verändern. Das Leben wird nicht weiter so düster und grausam bleiben, wie es heute ist. Es ist wahr, wir leben im Westen ohne materielle Sorgen. Doch spirituell und emotional gehen wir Menschen aktuell durch ein sehr finsteres Tal. Und das wird sich ändern. Es ändert sich bereits, und zwar sehr stark. Mir scheint, dass wir an einem großen Wendepunkt für die Menschheit stehen, was auch mit enormen technologischen Durchbrüchen zu tun hat. Doch es ist besonders unser Verständnis für die größere Wirklichkeit, in die unser Sein hier und heute eingebettet ist. Dieses gesellschaftliche Verständnis ist aktuell sehr starken Veränderungen unterworfen. Und deshalb gibt es sehr viel Hoffnung auch für das Hier und Jetzt, wo wir alle Aufgaben zu erfüllen haben. Der Übergang wird rumpelig sein, aber längst nicht so schlimm, wie uns die Vortänzer in den Massenmedien mit ihrer Angstschürerei vormachen wollen. Und ich spreche hier als Mensch mit Gottvertrauen, als Mensch, der die Überzeugung besitzt, dass das alles zu etwas Gutes und zu etwas Besserem führt. Wir dürfen Mut haben. Wir dürfen uns freuen, denn wir sind heute in dieser aufregenden Zeit im Grunde dabei, um unsere eigene aufregende Rolle darin auszufüllen. Und allein hier auf DoDeFi, auf diesem Kanal, hören sich ca. 10.000 Menschen jede Woche neue Zeugnisse darüber an, dass wir so unglaublich mehr sind als kleine, hilflose und machtlose Menschen. Ganz im Gegenteil. Denn wir dürfen in unserer ganz eigenen Lebenssituation sprichwörtlich die Liebe in die Welt hineintragen, denn wir haben bereits ein breiteres und tieferes Verständnis für das große Ganze. Wir haben die Chance für seelische Erleichterung. Wir haben die Chance, uns zu befreien und selbst damit glücklicher zu machen, indem wir viele kleine Aktionen der Liebe wieder unter die Menschen bringen. Das ist wie die Wohnung, wo wir für eine Weile keine Ordnung mehr gehalten haben. Aber jetzt reicht es.
Jetzt ist es wieder an der Zeit aufzuräumen und das Richtige zu tun. Das zu tun, was sich gut anfühlt. Denn wenn ich das Richtige tue und in keinster Weise die Erwartung in mir nähre, dafür auch eine Anerkennung zu erhalten, dann wird sich das für mich immer noch richtig anfühlen und dazu führen, dass ich mit einem Gefühl der Zufriedenheit in mir selbst durch mein Leben gehe. Und das macht alles einen Unterschied. Ich will mir vorstellen und glauben, dass wir, 10.000 Zuschauer und ich, dass wir gemeinsam eine beachtliche Menge an Menschen sind, die sich im Großen und im Kleinen darum bemühen, die Liebe wieder in die Welt zu tragen. Das macht einen Unterschied für die Welt. Und dieser Unterschied hat enorme Welleneffekte, die sich in die Zukunft ausbreiten. Und eines Tages, nämlich dann, wenn wir unseren eigenen Lebensrückblick erleben, werden wir mit Freude darauf blicken, dass wir auch einiges richtig gemacht haben, dass wir endlich aus unserem größeren Verständnis heraus und unserem größeren Herzen heraus gehandelt haben. Das sind die wahren und das sind die einzigen Schätze, die wir überhaupt mit auf die anderen Seite der Existenz mitnehmen können. Es sind einzig unsere guten Gedanken, unsere warmen Worte, unsere guten Taten und unsere liebevollen Absichten. Einzig sie besitzen diesen unvorstellbaren hohen Wert, den wir irgendwann mal wieder mit unserem Sein in der Welt verbinden werden. Und dann wird es uns noch einmal und wieder eine große Freude bereiten, dass wir den Mut hatten, unseren eigenen Weg zu gehen, indem wir uns einzig von Liebe in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, Worten und Taten haben leiten lassen. Es kann ja gar nicht anders sein. Allein sind wir doch verlassen und hilflos. Und natürlich wollen wir deshalb unser Bestes für das große Ganze geben. Und der Umstand, dass so viele das noch nicht erkennen können, das heißt ja nicht, dass wir nicht heute die Pioniere und sozusagen die Vorreiter sind, die sinnbildlich und tatsächlich die Fackel des Lichts und der Liebe wieder neu entzünden. Das ist die Zeit, in der wir leben, die Zeit, die von uns mitgestaltet wird. Und bitte unterstützt dabei auch meine Arbeit, wie es jedem von euch irgendwie möglich ist, mit einer Spende, einer Mitgliedschaft auf dem Kanal oder dem Kauf im Dodefi Store. Denn das gibt mir die Mittel für die Arbeit hier auf dem Kanal. Diese Botschaften sind wichtig und deshalb kommt eurer Unterstützung auch eine große Bedeutung zu. Lasst mich mit einem letzten, nicht weiter kommentierten Zitat für heute schließen. Ein Zitat, das ich für schön und wertvoll halte. Davor sage ich Tschüss für heute, passt auf euch auf und tragt die Liebe in die Welt. Und das Zitat geht so. Es war so, als ob die Wachmomente des Lebens wie ein Traum sind und als ob dieser Moment, der Moment, als ich meinen Körper verlassen hatte, mein Aufwachen daraus war.